Sonja, was ist denn los mit dir? Wo kann die denn sein? Ich verstehe gar nicht, warum sie mich nicht mal anruft. Schließlich ist sie meine Frau, die Sonja. Die war gestern so schnell verschwunden auf dem Fest. Obwohl es ihr gut gefallen hat. Wunderbares Brunch gestern bei mir hier in der Wohnung. Hat sich sogar noch x-mal bedankt für die Einladung gestern bei mir. Ja, das war der einzig heikle Punkt an sich, weil ich habe mir das schon überlegt, ob ich sie überhaupt einladen soll, die Sonja, meine Frau, weil die Sonja ist an sich mehr Nachtschwärmerin, die feiert lieber abends. Aber das mit dem Brunch, das fand sie dann auch eine wunderbare Sache. Ich meine, ist ja auch was Schönes, mal was anderes zwischendurch, nicht? Das beginnt um 11 Uhr, um 16 Uhr sind dann alle so ziemlich fertig. Naja, man hat den Abend mal für sich, man kann sich mal was vornehmen. Ein persönliches Einzelgespräch zwischen den Partnern oder was sonst in der Regel die Woche über immer so liegen bleibt. Ich meine, sicher, das macht viel Arbeit, aber das wusste ich im Grunde vorher. Ich beschwere mich auch gar nicht. Hinterher macht es noch mehr Arbeit, aber das wusste ich im Grunde auch vorher. Weil ich sage mir, was ist bitte schön die Alternative? Ich kann mich ja nicht isolieren, gerade in der heutigen Zeit. Ich muss ja auch sehen, wie ich mithalte. Walter, mein Freund Walter, das ist so ein Kerl, wenn es nach Walter ginge. Der würde ja am liebsten das ganze Jahr über niemanden sehen, sich in seinen eigenen vier Wänden einschließen. Bitte gut, von mir aus kann er machen. Aber dann muss er sich nicht darüber beklagen, dass er als Einziger ewig unten bleibt. Moment, Walter müsste überhaupt wissen, wo die Sonja, meine Frau, steckt. Der hat sich gestern am Ende von dem Brunch noch ganz intensiv mit ihr unterhalten. Plötzlich waren sie verschwunden, die beiden. Weiß gar nicht, was da los war, Walter. Müsste ich vielleicht auch langsam mal erfahren, haben nicht mal Wiedersehen gesagt. Wollte ich mich sowieso anrufen, was ist denn los mit dir? Wo steckt der denn jetzt wieder? Wahrscheinlich sitzt er schon wieder beim Angeln. Nachtangeln. Walter ist zu allem fähig. Der Walter bringt es zu nichts, weil er sich isoliert. Der Walter hat ein Staatsexamen in Jura gemacht. Das ist normalerweise nur theoretisch möglich mit 1,5. Aber was hat er? Rechtsladen im Arbeiterviertel. Allein das Wort, über sowas könnte ich mich aufregen, aber ich reg mich schon seit Jahren über nichts mehr auf. Staatsexamen in Jura mit 1,5, Rechtsladen im Arbeiterviertel. Furchtbar, mit 42 Jahren, sowas Kindisches. Ich habe zu ihm gesagt, Walter, in deinem Alter, da spielen die meisten seit 10 Jahren Golf. Aber er angelt. Nachtangeln. Der hat nämlich da jetzt neuerdings einen Angelplatz an der Sieg da draußen. Das ist so ein kleines Flüsschen, die Sieg. Und das Grundstück, wo er da angelt, das gehört dem Fritz. Das ist ein Freund von Walter. Die beiden kennen sich noch von der Bürgerinitiative gegen die Flussbegradigung von der Sieg her. Und da war der Fritz Präsident. Und nachdem sie gewonnen hatten, kam der Fritz billig an so ein Flussgrundstück ran. Da angelt jetzt Walter. Wahrscheinlich umsonst. Furchtbar. Im Grunde habe ich gestern das ganze Brunch nur für meinen Freund Walter gemacht, damit er endlich mal die richtigen Leute kennenlernt, die ein bisschen was an den Füßen dran haben. Mal rauskommt aus seinem Rechtsladen im Arbeiterviertel mit 42 Jahren. Ich meine, was ist denn mal, wenn ich nicht mehr bin, wer kümmert sich dann um Walter? Walter ist nicht mal verheiratet, nicht? So, bitte. Ich habe gesagt, Walter, pass mal auf, ich lade für dich in meine Wohnung mal ein paar Leute ein, die für einen Rechtsstreit schon meine Magie ausgeben. Und ich sage dir, ich garantiere es dir, innerhalb von 5 Stunden hast du das Auftragsbuch für die nächsten 1,5 Jahre voll. Und das war wunderbar am Lauf in dem Sinn. Selbst die Frau Lindner-Fricke, die hat ihm gestern noch einen Fall angetragen, damit hätte ich jetzt persönlich gar nicht gerechnet gehabt. Die Frau Lindner-Fricke, das ist die Redaktionsgruppenleiterin beim Hörfunk in der Redaktion Frau und Gesellschaft, wo die Sonja, meine Frau, auch Redakteurin ist. Und da ging es darum, die Frau Lindner-Fricke lebt in Scheidung mit ihrem Mann. Ihr Mann ist auch Redakteur bei der ARD-Hitparade. Und die Frau Lindner-Fricke behauptet nun, wenn ihr Mann die gemeinsame Tochter sehen will, dann muss er sich vorher eine Woche anmelden. Er sagt, nein, Moment, das muss ich höchstens nach dem offiziellen Scheidungstermin machen, wie auch immer. Jedenfalls, sie will ihn bereits das 6. Mal nicht mehr reinlassen, beziehungsweise bevor er kommt in der Eigentumswohnung dann schon mal die Schlösser austauschen, nicht? Und da wollte sie Walter als Rechtsbeistand nehmen, falls ihr Mann sie jetzt anzeigt. Ich sage, Walter, pass mal auf, diesen Fall nimmst du sofort blind an. Sowas zieht sie über Jahre hin, da kannst du ein Sonderkonto einrichten. Allein der Günther hat gestern am Anfang von dem Brunch bestimmt gleich 2, 3 Liter Edelzwicker sich ganz hektisch hinter die Binde gekippt. Ich habe nichts gesagt. Günther hat mir gestern nicht gut gefallen, saß völlig isoliert an der Getränketheke rum, hat mit keinem Menschen auch nur ein Wort mal gesprochen. Total in sich zusammengebrochen, das Doppelkinn auf dem Bauch draufgeklappt und hier oben quoll sie ihm 18-12-fach so wurstartig aus dem Hemdkragen raus. Er schwitzte wie ein Walross, hatte so rosa Flecken überall, so ausschlagartig im Gesicht. Günther ist bei der SPD.
Völlig in sich zusammengebrochen, mit keinem Menschen auch nur ein Wort mal gesprochen. Nur wenn er mich gestern gesehen hat, mir lief er die ganze Zeit nur nach. Nein, pass mal auf, Günther, jetzt hör endlich mal auf mit der blöden Fragerei. Günther, ich habe mehrere Gäste hier, warte endlich mal, bis die Gäste weg sind. Nein, 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 ich habe eine ganz entscheidende Frage. Musst du mir sofort beantworten. Ich brauche im Moment jede Information über die linken SPD-Genossen. Ich mach's kurz, stimmt das? Dass der Oskar eine Büste von Willy bei Arno Breke in Auftrag gegeben hat, die in der Baracke in Bonn aufstellen lassen will. Sag mal, Günther, du fragst mich an den Käse, woher soll ich denn sowas wissen? Ja, Mensch, da ist der Schote, muss dran sein. Hör dich doch mal rum. Du hast doch mal in einer Galerie gearbeitet. Nein, ich habe das Ding in der Brigitte gelesen. Da muss irgendwas dran sein. Kannst du nicht mal rumtelefonieren? Günther, ich weiß es nicht. Ja, ich habe schon viel gemacht in meinem Leben. Ich habe aber mit Arno Breke noch nie was zu tun gehabt. Der gute Mann hatte seine beste Zeit zwischen 39 und 45. Günther, wenn du Kunst kaufen willst, hier bitte nimm einen Dom mit 45.000 Mark. Wir sprechen nicht drüber. Pack ihn ein. Nein, 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 nein. Ich will heute keine Kunst kaufen. Ich muss das wissen mit dem Oskar, dem Willi und dem Arno Breker. Ich brauche jede Information über die linken SPD-Genossen. Günther, ich habe das nächste Kapitel. Wiederholst dich, Günther, pass mal auf. Nein, das Einzige, Günther, was ich im Moment für dich machen kann, ich kann den Galeristen Zwirner mal fragen. Den treffe ich nächste Woche. Da eröffnet er bereits in Köln seine 13. Galerie, die erste bewegliche Galerie im Lastenaufzug vom Kölner Fernsehturm. Günther, wenn er mir es verrät, aber ich kann es nicht garantieren, ist egal. Gute Idee, Fragen kostet nichts, das musst du für mich machen. Ich brauche jede Information über die linken SPD-Genossen. Günther, ich habe es längst kapiert. Jetzt reg dich ja nicht auf, denk an dein Herz, Günther, und sauf doch nicht dauernd so viel. Mensch, wieso? Ich trinke doch keinen Schluck. Hast du mich einmal gesehen? Ich trinke nur Mineralwasser, bis ich wieder in Bonn sitze. Da mache ich die erste Flasche Bier auf. Da gibt es diesmal gar nichts, da bin ich eisern. Aber hundertprozentig, da kannst du dich auf mich verlassen. Günther! War er schon wieder am Cognac dran. Ich habe zu ihm gesagt, Günther, pass mal auf, du bist bereits über 50. Wenn du so weitermachst, dann kommst du nie mehr in den Bundestag. Da hinten im Erker, da saß die Uschi. Die Uschi, das ist eine Unternehmens- und Steuerberaterin. Die ist auch geschieden, ihr Mann, der Benno. Entweder ist er seinerzeit vor 5 Jahren freiwillig abgehauen oder sie hat ihn damals vor die Tür gesetzt. Das kam nie so recht ans Tageslicht. Und die Uschi war des Öfteren im Gespräch mit meiner Frau, mit der Sonja. Also wenn ich nicht im Gespräch war mit meiner Frau, mit der Sonja, was gestern doch durchaus über weite Strecken wieder der Fall war. Und die Uschi und die Sonja, naja, ich bin mit der Sonja seit x Jahren zusammen. Da gab es schon mal Zeiten, die waren nicht ganz so normal, wie sie hätten sein sollen, aber ich meine, gut, das ist ja auch im Grunde normal. Und die Uschi und die Sonja, aber ich muss sagen, im Moment das Verhältnis mit der Sonja, also nach all dem, was passiert ist, ich will es jetzt nicht, aber hat sich ganz schön wieder eingerenkt an sich. Und die Uschi und die Sonja, die waren des Öfteren beruflicherweise bedingt im Gespräch mit der Frau Lindner Fricke, die ihren Mann nicht mehr reinlassen will, wenn er die gemeinsame Tochter sehen will. Weil die Uschi schreibt als Unternehmens- und Steuerberaterin für die Frau Lindner Fricke von der Redaktion Frau und Gesellschaft, da schreibt sie Schallplattenkritiken über internationale Frauenrockbands, egal jetzt mal warum. Der Günther saß, wie gesagt, hier völlig isoliert an der Getränketheke, mit keinem Menschen ein Wort gesprochen. Er war zumindest am Anfang noch ein bisschen im Gespräch mit dem H.C. Heimberger. Ja, H.C. Heimberger, das ist ein halbwilder Maler. An sich schon ein Dreiviertelwiller, der hat es auch schon zu was gebracht. Und der Günther ist ein uralter Freund von dem H.C. Heimberger. Der hat ihm schon Bilder abgekauft, als noch kein Mensch was von dem H.C. Heimberger wissen wollte. Damals gingen schon 600 bis 800 Mark für dessen Frühkartoffeldruck über den Tresen. Die Dinge sind heute 90, 110, 120.000 Mark. Wert hat der Günther zu Hause meterweise neben dem Kühlschrank stehen. Hier am Bücherregal, da hatte ich so eine süße Ecke mal aufgebaut. Das ist eine Spezialität von mir. Und da saßen Tanja und Gernot. Der Gernot, das ist ein linker Zahnarzt. Die beiden hatten sich gestern am Anfang es lustig gemacht über meine komplette Sammlung von Neckermann und Quelle-Katalogen, aber dann doch heimlich den ganzen Tag darin gelesen. Der Walter stand hier, da hatte ich die Balkontür für die Raucher mal so einen kleinen Spalt aufgelassen. Und zum Walter hatte ich den Hugo hingestellt. Ich sag, pass mal auf, Walter, nichts dem Zufall überlassen. Bleib mal hier beim Hugo stehen, da springen für dich die meisten Rechtsfälle raus. Ja, ich erklär's dir gleich. Nein, Günther, jetzt hör doch endlich mal auf mit der blöden Fragerei. Jetzt warte doch endlich mal, wie es die Gäste wechseln. Nein, 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 ich habe eine ganz entscheidende Frage. Musst du mir sofort beantworten. Ich brauche jede Information über die linken SPD-Genossen. Ich mach's kurz, stimmt das? Dass der Joe Leinen die Dachbegrünung, die ihm der Hundertwasser auf sein Ferienhaus im Saarland gebaut hat, dass er die als Wärmedämmmaßnahme von der Steuer abgesetzt hat. Günther, Mensch, du fragst mich an den Käse heute, woher soll ich denn sowas wissen? Ja, telefonier doch mal rum, Mann, an der Schote muss was dran sein. Ich habe das in Cosmopolitan gelesen. Du hast doch mal in der Galerie gearbeitet. Irgendjemand muss es doch wissen. Günther, ich habe schon viel gemacht. Ja, das ist lange her. Pass auf, Günther. Nein, ich weiß im Moment nicht, wo der Hundertwasser malen lässt. Ich kann es nicht sagen.
Ja, ich kann mal rumtelefonieren, ich mache es doch. Ja, das musst du für mich machen. Gute Idee, das kostet nichts. Da muss was dran sein. Ich brauche jede Information im Moment über die linken SPD-Genossen. Günther, ich habe es wirklich kapiert. Jetzt reg dich nicht auf, denk an dein Herz, Günther. Und sauf doch nicht dauernd so viel. Mensch, du regst mich langsam auf. Ich trinke doch keinen Schluck, ich hab's doch noch geschworen. Ich trinke nur Mineralwasser, bis ich in Bonn sitze. Dann mache ich dir erst eine Flasche Bier auf, da bin ich eine Sau, da gehe ich durch. Und wenn ich die zweite Tablettenkur mache, damit rechnen die linken Säue in der SPD nicht. Der Günther kommt wieder raus aus dem Kanaldeckel, aber hundertprozentig. Günther! War er schon wieder am Calvados dran? Haben Sie gesehen, wie er aussieht? Diese Augenringe, diese Schweißflecken unter der Achsel. Die Haare fettig, das Hemd nicht gebügelt, die Schuhe nicht geputzt. Ich weiß nicht. Wohnt er denn gar nicht mehr bei seiner Mutter? Er hat mir gestern so leid getan, aber ich konnte ja nicht nur dauernd seine Fragen beantworten. Ich hatte mit den meisten Gästen, ja, ich komme gleich, trink noch ein Gläschen, ja, ich gehe erstmal darüber, noch kein Wort gesprochen. Hier mit Tanja und Gernot, mit diesem linken Zahnarzt, die da heimlich bei meinen Neckermann und Quelle-Katalogen da die ganze Zeit saßen. Ach so, und das war gestern überhaupt das Schönste. Der Gernot hatte gestern einen neuen dunkelblauen Corneliani-Anzug angehabt. Diesen Anzug hat ihm die Tanja, seine Frau, zur Praxiseinweihung geschenkt. Die Tanja, das ist eine Freundin von der Uschi, von der Unternehmens- und Steuerberaterin, die die Schallplattenkritiken für die Frau Linda Fricke schreibt, die ihr Mann da nicht mehr reinlassen will. Die beiden haben zusammen mal Sozialpädagogik studiert, aber die Uschi ist dann doch lieber Unternehmens- und Steuerberaterin geworden. Das will die Tanja auch werden, aber hat noch nicht eine Steuerberaterinnenprüfung. Aber bei deiner Intelligenz, Tanja, ist das wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, weil die Tanja will ihren Mann, ihren Gernot, in seiner neuen Zahnarztpraxis unterstützen. Der Gernot, der hat Ende der 60er Jahre mal bei der sozialistischen Selbsthilfe die zahnärztliche Ambulanz geleitet für nicht sesshafte und entlaufene Heimzöglinge, die in keiner Krankenkasse sind, hat er damals umsonst die Zähne gebohrt. Dann war er plötzlich mal bei den Backwands gewesen. Da war er Chefdentist im Rheinisch-Tooth-Center. Aber nachdem der Guru seiner Zeit weg ist, hat er sich gesagt, na gut, dann mache ich mich auch selbstständig. Und der hat jetzt ganz allein eine Zahnarztpraxis aufgemacht, über 3 Etagen. Ganz oben hat er 5 Stühle aufgestellt für das sogenannte Synchronbohren. Da hat er noch einen holländischen heimatlosen Backwarnjünger mitgenommen, der haut für 5 Mark in der Stunde den Patienten die Spritzen ins Zahnfleisch rein. Eine Etage tiefer, da kloppt der Gernot persönlich den Patienten die Goldkronen und die Platinbrücken auf die Zähne. Und ganz unten ist dann die Endabnahme und die Kasse, wo später die Tanja arbeiten wird. Aber natürlich ist klar, wenn sie die Steuerberaterinnenprüfung hat. Und die beiden waren gestern auch des Öfteren mal im Gespräch mit diesem H.C. Heimberger, mit dem halbwilden Maler. Da ging es darum, der Gernot hat sich überlegt, ob er unten im Souterrain von seiner Praxis im Wartesaal nicht gleichzeitig 1 bis 2 Galerien einrichtet. Dieser H.C. Heimberger übrigens, der hat Ende der 60er Jahre mal in Berlin den Umschlagentwurf und das Layout vom Kursbuch gemacht. Dann war er plötzlich mal Aushilfskraft im Pariser Pressebüro von dem Andy Warhol, fuhr mit dem Fahrrad immer durch Paris, hinten quer so ein Baguette drauf. Und stand abends noch an der Siebdruckmaschine von dem Andy Warhol. Die ganzen Dome hier, die sind alle von dem H.C. Heimberger, laufen aber wegen der Ausgeglichenheit des Kontos noch unter Andy. Aber der H.C. Heimberger hat jetzt auch den Durchbruch in Deutschland geschafft. Da kommt nächste Woche übrigens ein interessanter Beitrag im Fernsehen, im dritten Programm, im aktuellen Bereich, über ihn in der Länge von 1,30. Und zwar über das sogenannte Action Painting. Action Painting, das ist seine Erfindung, hat er sich sofort patentieren lassen. Und das ist auch ganz interessant für mich, weil da steht dieser H.C. Heimberger auf der Rotenkirchener Rheinbrücke und da malt er eine überdimensionale Vagina. Und 3 Kilometer entfernt auf der Severins-Rheinbrücke, da steht jetzt eine malerische Halbwilde und die malt einen überdimensionalen Penis. Und die beiden schauen es durch ein Teleskop, das Bild des anderen an und versuchen nun, Elemente des Bildes des anderen in ihr eigenes Bild direkt sofort einzuarbeiten. Wie komme ich jetzt auf dieses Thema? Ach so, ich weiß, ich habe zu Walter gesagt, Walter, pass mal auf, halte du dich mal an den H.C. Heimberger. Geh einfach mal bei dem H.C. Heimberger vorbei und lass so ganz locker das Stichwort überdimensionale Vagina fallen. Du wirst sehen, der H.C. Heimberger bekommt solche Ohren, du hast den nächsten Fall im Auftragsbuch drin, weil ich weiß, dass diese überdimensionalen Vagina und Penisse von dem H.C. Heimberger, das ist ein Zehnteiler. Diese Bilder gehören alle zusammen und dieser Zyklus nennt sich Penetration over Distance. Und auf das Hauptbild von dem Zyklus Penetration Over Distance, auf diese überdimensionale Vagina, da hat es die Gruppe Die Rote Zora einen Säureanschlag gemacht, egal ist mal warum. Ich sag Walter, für dich dabei ganz interessant, Streitwert
90, 110, 120.000 Mark, ganz klarer Versicherungsfall. Die Prozente kannst du schon mal ausrechnen. Nein, bleib jetzt mal beim Hugo hier, da springen die meisten Fälle. Aber pass auf, wenn es geht, geh auch mal bei dem Gernot. Nein, zwischendurch bleib jetzt mal hier, du gehst auch, bist du mal in der Lage, sei dich mal hier kurz zu lösen. Du gehst bei dem Gernot auch mal vorbei und lässt so ganz nebenbei das Stichwort Mietrennkaufvertrag fallen. Ja, Mietrennkaufvertrag, du wirst sehen, auch der Gernot bekommt solche Ohren. Du hast den nächsten Fall im Auftragsbuch drin, weil ich weiß, dass der Gernot, der überlegt sich jetzt, ob er gegen die Firma gerichtlich vorgeht, die ihm die zahnärztlichen Geräte verkauft hat. Hat die Tanja nicht aufgepasst, das Kleingedruckte nicht gelesen, wahrscheinlich, weil sie noch nicht die Steuerberaterinnenprüfung hat. Jetzt hat ihm die Firma einen Vertrag untergeschoben im sogenannten Mietrennkaufverfahren. Jetzt muss der arme Kerl 25 Jahre lang jedes Jahr die neuesten zahnärztlichen Geräteerrungenschaften nehmen, die er wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, gerne das Anfänger in dem Sinn noch gar nicht so bedienen kann. Jetzt überlegt er sich natürlich, ob er gerichtlich gegen die Firma vorgeht. Ich sage, Walter, pass mal auf, Streitwert bei Gernot, 500, 600, 700, 800.000 Mark. Die Prozente bitte schon mal ausrechnen. Nein, bleib jetzt beim Hugo hier, da springen die meisten Fälle für dich raus. Weil der Hugo, das ist ein Architekt, der hat Ende der 60er Jahre in Aachen seinerzeit noch die marxistische Architekturzeitung Arch Plus mit herausgegeben. Er hat aber jetzt auch ganz allein den Durchbruch in Deutschland geschafft. Da war in der letzten Woche ein interessanter Beitrag im Fernsehen, im dritten Programm, im aktuellen Bereich über ihn in der Länge von 1,30. Und zwar über die sogenannte Cocktail-Architektur. Das ist seine Erfindung. Und zwar hat der Hugo ein Arbeiterwohnhaus hochgezogen über 25 Stockwerke. Und dieser Architekturstil, in dem er das Wohnheim gebaut hat, die sogenannte Cocktail-Architektur, das ist eine Mischung aus Van der Velde, Albert Speer und den Felshöhlen im Atlasgebirge. Diese Cocktail-Architektur, die ist jetzt direkt nach ihm benannt. Ach so, und der Hugo hatte gestern auch einen neuen dunkelblauen Corneliani-Anzug angehabt. Allerdings, das muss man wissen, jetzt im Unterschied zum Anzug vom Gernot, hatte der Hugo wieder das einmalige Vorführmodell von der letzten Modenschau an. Diesen Anzug kann man angeblich überhaupt nicht kaufen. Der wird sofort eingestampft oder kommt nach Paris ins Haute Couture-Museum. Aber der Hugo kommt im Moment günstig an so Dinge dran. Diesen Anzug hat ihm der Sedano, das ist der Chefdesigner von Corneliani aus Florenz, unter der Hand drüber geschoben, weil der Hugo ist momentan sehr gut im Geschäft mit der italienischen Modebranche. Hat als letztes auch die neue Modenschauhalle im Düsseldorfer Fashion House hochgezogen, hat dafür übrigens auch den ersten Betonpreis der deutschen Zementindustrie bekommen, immerhin 5.000 Mark steuerfrei, so locker auf die Hand, und hat als besondere Attraktion unten in dem Fashion House ein FKK-Restaurant eingebaut, egal jetzt mal warum. Ich sag, Walter, lass du mal nebenbei ganz elegant das Stichwort FKK-Restaurant fallen. Du wirst sehen, auch der Hugo bekommt solche Ohren. Du hast den nächsten Fall im Auftragsbuch drin, weil ich weiß, dass die Firma Boss, die klagt jetzt gegen den Hugo und hat bereits in der ersten Instanz gewonnen, weil die Firma Boss sagte, was soll bitteschön im Modenschauhaus, wo man an sich die Anzüge sehen soll, ein FKK-Restaurant. Ich meine, gut, kann man geteilter Meinung sein. Ich sag, Walter, Streitwert 500, 600, 700, 800.000 Mark, halt dich mal ran, plötzlich sehe ich, wie der Gernot zu dem Hugo rüberkommt. Er wollte sich wahrscheinlich vom Hugo eine italienische Filterzigarette leihen, weil der Hugo kommt über seine Verbindungen zur italienischen Modeindustrie billiger an die italienischen Filterzigaretten heran. Ich wollte noch dazwischen gehen, aber mir fiel nichts ein. Jedenfalls, die beiden standen sich plötzlich gegenüber in ihren neuen dunkelblauen Corneliani-Anzügen. Ich weiß es auch gar nicht genau, was der Hugo zum Gernot gesagt hat. Wahrscheinlich wollte er vom Gernot nur wissen, wie viel er der Gernot für seinen Anzug hingelegt hat. Aber die Tanja sagte plötzlich: Nein, pass mal auf, Hugo, ich habe die Frage schon verstanden. Nein, da musst du etwas leise fragen. Ich wollte es auch gar nicht sagen, aber wenn du schon mal so blöd fragst, Hugo, dann kann ich das auch sagen. Also, ich habe für den Anzug von meinem Gernot habe ich 1.750 Mark hingelegt, aber naja, Gott, wir können es uns wirklich im Moment ganz gut leisten. So. Und ich meine, das sollte sich an sich schon auch mal bis zu dir rumgesprochen haben, Hugo. Ich meine, wenn man ein gutes Stöffchen haben will, dann muss man halt auch mal eine Mark mehr hinlegen, nicht wahr? Das solltest du an sich auch schon mal wissen, nicht wahr? Ja, sicher weiß ich das, Tanne, das weiß gar nicht meine Frage. Also lachhaft, nein. Ich habe den Gernot jetzt nur in dem Zusammenhang gefragt. Aber pass mal auf, Tanja, wenn du jetzt sagst, 1750 Mark für diesen Anzug von deinem Gernot, das tut mir leid, Tanne, da muss ich das doch sagen, das erscheint mir preislich etwas überzogen zu sein, nicht wahr? Weil, Tanja, man muss ja bedenken, dieser Anzug von deinem Gernot, das ist ja nur das Billigmodell, das Serienmodell von der Stange, jetzt mal im Unterschied zu meinem Anzug, da kenne Sie sofort hier oben die andere Verarbeitung am Revier. Diesen Anzug hat mir der Sedano, das ist der Chefdesigner von Corneliani aus Florenz, den kannst du jetzt nicht kennen. Den Anzug hat er mir für eine Kiste Moët und Chandos unter der Hand drüber geschoben. Ich sag's es auch nur mal, damit wir wissen, nicht wahr, wir sprechen hier heute nicht über das Gleiche, damit ist der Fall insofern für mich dann schon abgeschlossen. Vielen Dank für die Information, nicht wahr?
pass mal auf, Hugo, nein, du kannst mich gar nicht provozieren, für mich ist überhaupt nichts abgeschlossen. Pass mal auf, Hugo, du hast wahrscheinlich vergessen, der Gernot und ich, wir haben nie zu den knickerigen Alternativen gehört, die immer alles nur für eine Mark haben wollten. Und wie gesagt, wir können es uns wirklich im Moment ganz gut leisten und wir brauchen auch dann mal was, was wir von der Steuer absetzen können. Und wenn jetzt mein Gernot mal auf Zahnärztekongresse fährt oder er soll in der nächsten Woche in der Uni schon mal einen Vortrag halten, jetzt mal im Unterschied zu dir, Hugo, dann kann er ja diesen Anzug als Berufsgelder von der Steuer absetzen. Ich meine, im Rahmen des Möglichen, was so erlaubt ist, Hugo, ich kann mir nicht vorstellen, dass du das groß anders machen wirst. Jetzt hat die Uschi, die Unternehmens- und Steuerberaterin, im Ärger, die Schallplattenkritiken für die Frau Lindner-Fricke schreibt, wahnsinnig gelacht, weil die Uschi ist noch die Steuerberaterin von Tanja und Gernot, bis die Tanja ihre eigene Steuerberaterinnenprüfung hat. Jedenfalls die Uschi sagte plötzlich, pass mal auf, Tanja, ich habe dieses Gespräch gerade so nur en passant mitbekommen und ach Gott, ich will mich da auch gar nicht groß einmischen, liebe Tanja, mir ist ja auch klar, du hast noch nicht die Steuerberaterinnenprüfung, aber ein gewisses Grundwissen sollte sich an sich schon bis zu dir rumgesprochen haben, also mit dem Anzug, da muss ich dich enttäuschen, diesen Anzug kann man als Berufskleidung von der Steuer nicht absetzen, aber was für dich noch wichtiger ist, liebe Tanja, als zukünftige Steuerberaterin, ist ja zu wissen, dass wenn man was von der Steuer absetzen will, die erste Voraussetzung dafür ist, dass man erstmal Steuer zahlt, nicht wahr? Und ich meine, liebe Tanja, liebe Tanja, und so wie das es bei euch aussehen wird mit dem Mietrentkaufvertrag, wo du nicht aufgepasst hast, das Kleingedruckte nicht gelesen hast, wahrscheinlich, weil du noch nicht die Steuerberaterinnenprüfung hast, ich glaube, da wird jetzt bei euch in den nächsten 25 Jahren so viel an Steuern nicht zu zahlen sein. Das kann ich mir jedenfalls schlecht vorstellen. Ja, genau, Uschi, da hast du völlig recht, Gernot, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Pass mal auf, Gernot, da wäre es mir fast besser gewesen, du wärst seinerzeit bei der kostenlosen Behandlung von deinem Penning geblieben. Da hättest du heute sogar wenige Schulden. Pass mal auf, Hugo. Ich weiß gar nicht, warum du mich da von der Seite anquasseln musst. Muss ich mir doch nicht bieten lassen, oder Tanja? Hugo, wir sprechen mal über dich. Wie sieht's denn bei dir aus? Du hast früher die große marxistische Architektenfresse aufgerissen. Was machst du heute? Heute baust du Kaninchenställe für Arbeitnehmer. Na und, bitte, baue ich sie halt. Und, was dagegen? Mein lieber Gernot, und ich stehe dazu. Ja, allerdings. Und meine Häuser, Gernot, die stehen auch noch. Im Unterschied zu deinen Pennen, die du damals kostenlos behandelt hast. Die sehe ich heute noch am Hauptbahnhof rumliegen mit Unterkieferkrebs. Weil du damals die Plomben mit Kaugummi auf die Karieszähne draufgegeben hast. Ich sag, Walter, hol das Auftragsbuch raus, du kannst da drüben bereits mitnotieren, pass auf. Aber schenk vorher der Tanne noch ein Glas Chianti ein, aber pass auf, nimm den echten mit dem schwarzen Hahn und der Prüfnummer auf dem Etikett. Da muss man nämlich höllisch aufpassen. Die Tanja ist eine Chianti-Spezialistin. Die erkennt jeden Chianti nur am Geruch, weil die hatten mal mit drei anderen Familien im Chianti-Gebiet ein Ferienhausprojekt. Das hatten sie seinerzeit entdeckt. Das ist der ehemalige Schweinestall von dem Kommunistenführer Gramsci. Den haben sie umgebaut. Sauna, Hallenbad, römische Mosaikfliesen überall reingebrettert. Aber sie sind als Erste wieder ausgestiegen, weil damit konnten sie nicht rechnen. Die anderen Familien fuhren natürlich in den großen Sommerferien immer mit den Kindern hin. Das war ihnen damals kinderloses Ehepaar dann doch etwas zu laut. Aber seitdem erkennt die Tanja jeden Chianti nur am Geruch. Deshalb hatte ich vorsichtshalber den Chianti besorgen lassen von der Uschi, von der Unternehmens- und Steuerberaterin, die Schallplattenkritiken schreibt. Weil die Uschi kennt wieder über ihre Schallplattenkritiken den Chefbeleuchter vom Angelo Branduardi. Und der stammt aus dem Chianti-Gebiet. Ich hatte mir die Flasche echten Chiantis für sage und schreibe 4 Mark besorgt. Jedenfalls, der Walter schenkt der Tanja ein Glas Chianti ein und die Uschi war immer noch am Lachen im Ärger. Wahrscheinlich wegen der Sache noch mit der Berufskleidung, was die Tanja hätte wissen müssen, obwohl sie noch nicht die Steuerberaterinnenprüfung hat. Jedenfalls, die Tanja muss das wieder auf sich bezogen haben und sagt plötzlich, pass mal auf, Uschi im Ärger, ich weiß gar nicht, warum du da so blöd lachen musst. Uschi, solltest du über mich lachen, du kannst mich heute überhaupt nicht treffen. Nein. Wir können mal über dich sprechen, Uschi. Aus dir spricht nämlich die frustrierte Frau in der Midlife-Krise, die geschieden ist, obwohl ich kann gut verstehen, dass der Benno deinen Mann dich seinerzeit verlassen hat, weil der Gernot und ich nicht war. Wir haben schon immer vermutet, dass du etwas lesbisch bist und wahrscheinlich ist die Frau Lindner-Fricke auch lesbisch. Das wird der einzige Grund sein, warum du überhaupt Schallplattenkritiken über internationale Frauenrockbands schreiben darfst. Pass mal auf, Tanja, ich meine, das mit dem lesbisch finde ich ehrlich gesagt etwas gemein, aber ich meine, selbst wenn es so wäre, liebe Tanja, dann sage ich mir lieber etwas lesbisch als frigide. Meine liebe Tanja, ich jedenfalls brauche keine überdimensionalen Vaginas und Penisse von halbwilden Sexualfaschisten über meinem Ehebett, damit ich alle 3 Monate einen Orgasmus von 1,30 habe. Das habe ich nun mal nicht nötig. Ach, pass mal auf, Uschi, in der Hinsicht musst du ja keine Angst haben, nicht wahr? Dich würde ein halbwilder Sexualfaschist nicht mal auf 2 Meter Entfernung mit der Beißzange anfassen, dich lesbische Sau. Pause. Peinliche Schweigen im Raum. Schwupp. Jetzt hat die Uschi der Tanja ihr volles Chianti-Glas über die Bluse gekippt in der Bemerkung, ach, pass mal auf, Tanja, nein, muss nicht sauer sein. Falsche Chianti auf falscher Seite gibt sowieso keine Flecken. Hugo. Hugo lacht in einem wie ein Verrückter durch.
Gernot rast drüber, will die Tanja seine Frau rächen, semmelt dem Hugo voll eins unter die Nase, dem schießt das Blut in Strömen raus. Daraufhin reißt der Hugo dem Gernot die Brusttasche ab von dem neuen Corneliane-Anzug. Mit der Bemerkung, pass mal auf, Gernot, alter Junge, musst nicht anfangen zu heulen wie ein kleines Kind. Der Sascha kann ja nicht groß sein, ist ja nur das Billigmodell als Serienmodell von der Stange. Ich sag, Walter, hast du mitnotiert? Ich allein habe 6 Fälle gesehen. Tanja und Uschi zweimal wegen Beleidigung. Gernot, vollendete Körperverletzung, Hugo, Sachbeschädigung. Bei der Uschi schreibst du noch dazu, Verletzung des Steuergeheimnisses in Tateinheit mit Verletzung von Datenschutz. Ja, es war lockere Stimmung gestern bei mir zu Hause. Ich glaube, dass jeder auf seine Kosten gekommen ist. Ich habe dann zum Schluss noch den Kaiserwalzer aufgelegt. Mache ich immer so. Ich wollte mit der Sonja noch ein bisschen Walzer tanzen, wenn die Gäste weg sind. Weil wir haben uns auch so kennengelernt, beim Walzer tanzen. Damals in Berlin bei der Vietnam-Siegersfeier von dem Le Duc Tho gegen den Kissinger in Paris. Da war damals in der TU eine große Siegersfete und sie stand damals so vorne am Tapeziertisch und ich habe sie seinerzeit zum Tanzen aufgefordert. Glücklicherweise war auch gerade damals Walzer ihr Lieblingstanz. Das war sehr schön. Wir haben die ganze Nacht getanzt, links rum, rechts rum, geradeaus. Sonja, was ist denn los mit dir? Und Walter, du kannst dich auch nicht beschweren, immerhin. 6 Fälle an einem Vormittag. Lass nur 3 über 2 Instanzen laufen. Dann kannst du deine neuen Fotokopierer kaufen. Mal 4 Wochen Hochseeangeln. Karibik, mal was anderes als die Sieg. Oder du stellst einen Referendar-Azubi ein. Es geht alles, wenn man sich mal ein bisschen nach der Decke streckt. Das Geld liegt auf der Straße. Man muss sich eben nur mal bücken, Walter. Wo steckt der denn, der Kerl? Was ist der Sinn des Berufs, Walter? Karriere. Wenn man zu viel nachdenkt, dann macht man keine. Und merk dir Folgendes, Walter. Du hast den Marxismus studiert, du lebst aber unter Kapitalisten. Du kennst den Feind. Eine bessere Voraussetzung für eine Karriere gibt es gar nicht. Und Walter merkte noch ein zweites. Ein Marxist, der provoziert heute keinen mehr. Aber ein Marxist im dunkelblauen Corneliane-Anzug, im weißen Mercedes, da kommt Spannung auf. Was ist mit dem Kerl los? Verräter oder vielleicht sogar 200%iger Marxist? Der nur endlich mal über diesen blöden Äußerlichkeiten steht. Und Walter merkte noch ein drittes, die Juristen haben noch keine Revolution gemacht und vor allen Dingen werden sie keine machen. Der Jurist, der schwimmt auf dem Fettauge. Nimm dir ein Beispiel an Günther. Der ist älter als du, aber der kämpft doch, der lässt nicht locker. Oh, ich finde elend, wie er so gestern völlig isoliert an der Getränketheke rumhing. Mit keinem Menschen ein Wort gesprochen, die Flasche immer so auf den Bauch draufgelegt. Jedes Mal, wenn er geatmet hat, hat er die Spülung automatisch sofort mitgenommen. Furchtbar. Mit keinem Menschen ein Wort gewechselt, nicht mal was Einfaches. Was machst du Weihnachten, Mallorca, irgendwas, Skiurlaub, was machen die Kinder, mittlere Reife? Nichts kam, nichts. Nur wenn er mich gesehen hat, mir lief er gestern nach wie vor die ganze Zeit nach. Nein, Günther, jetzt hör endlich mal auf mit der blöden Fragerei. Nein, jetzt setz dich mal in die Küche, warte, bis die Gäste weg sind und dann gehen wir alle deine Fragen durch. Nein. Ich habe eine ganz entscheidende Frage. Musst du mir sofort beantworten, ich brauche jede Information über die linken SPD-Genossen. Ich mach's kurz, stimmt das? Dass der Öllerwein bereits die 2. Entziehungskur hinter sich hat. Sag mal, Günther, was ist denn los mit dir? Erst der Oscar, dann der Joe, jetzt sind wir schon beim Öllerwein. Die Nummer wird immer publicher. Ja, du kennst doch den Öllerwein, diese halblinke SPD-Lehrer-Sau. Der sitzt in Bonn auf meinem Platz, da gehört er nicht hin. Das ist Günther Stammplatz. Da brauche ich jede Information. Pass mal auf, der hat doch keine Ahnung vom Politikmensch. Der soll lieber weiterhin den Kindern in der Gesamtschule das 1x1 beibringen. Der Depp findet doch nicht mal die Bundestagskantine. Den werde ich die Eisen weghauen. Den werde ich lauwarm anpingeln. Aber hundertprozentig, da brauche ich jede Information über diese halblinke SPD-Lehrersau. Günther, pass mal auf, Günther. Ich kann mich erkundigen. Ja, ich kenne den Öllerwein. Der Öllerwein, das ist ein halblinker SPD-Lehrer. Der kam durch Zufall bei der letzten Listenplatzaufstellung nach Bonn auf Günther Stammplatz, weil die Rechten in der SPD, die waren sich bei der Abstimmung uneins. 4 bei einem Stau, 5 besoffen, 6 auf dem Klo, jetzt haben wir durch Zufall falsch abgestimmt. Günther!
Günther, ich kann mich erkundigen. Ja, 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 das ist gut, aber du musst mir auch beim Redenschreiben helfen. Pass mal auf, nächste Woche, da habe ich wieder eine Chance. Da kann ich mich profilieren. Da muss ich eine programmatische, politische Wahlkampfrede halten. Mensch, in meinem Zustand, mir fällt überhaupt kein Thema ein. Bei mir ist alles im Eimer. Herz, Milz, Leber, die Kampfader kommen mir unten raus. Da soll ich die Penner politisch unterhalten. Da musst du mir eine Rede schreiben. Da brauche ich mein Thema. Aber ich brauche vorher die Information über den Öllerwein. Das ist nämlich ganz entscheidend. Günther, pass mal auf. Ich mache alles. Aber du setzt dich jetzt in die Küche und wartest endlich mal, bis die Gäste wechseln. Ich brauche eine Minute. Dann schmeiße ich die ganzen Penner raus hier. Wir saufen uns alles weg. Du machst überhaupt nichts. Pass mal auf, Günther. Günther, das ist meine Einladung. Günther, und sauf doch du nicht dauernd so viel. Wieso? Ich trinke doch keinen Schluck. Ich habe es noch geschworen. Ich trinke nur Mineralwasser, bis ich in Bonn sitze. Da wird die erste Flasche Bier aufgemacht. Da bin ich eine Sau. Da bin ich eisen. Da gehe ich diesmal durch. Aber 100%. Endlich. Günther! War schon wieder am Deutz Geldermann dran. Ich hatte gestern auch noch ein Fläschchen Deutz Geldermann auf die Seite gestellt, weil, naja, ich ging davon aus, dass die Sonja, meine Frau, noch ein bisschen hier bleibt, wenn die Gäste weg sind. Wäre normal gewesen, nicht? Aber. Gut, wenn nicht, dann nicht, bitte. Wenn der Beruf wichtig ist, wenn sie einen Termin hat, muss sie wissen, nicht? Bitte. Hab kein Recht, mich da einzumischen. Der Mensch ist frei, habe ich immer gesagt. Jetzt ist es so, mal schauen, wie es geht. Ich hab meins, ich komme gut durch, so ist es nicht. Braucht an sich niemanden. Nur manchmal, da mache ich mir auch so meine Gedanken. Warum hat sie sich gestern eine lila Strähne ins Haar färben lassen? Ich habe nichts gesagt, aber ich meine, die Sonja ist da auch keine 21 mehr, nicht? Aber gut, das sind ihre Haare, sie wird den Grund kennen, nicht? Das reicht, sicher. Ich habe kein Recht, mich da einzumischen, ganz klar. Aber ich habe meins wirklich, ich brauche niemanden. Komm, gut durch, so ist es nicht. Auch mal ganz schön so alleine. Letztendlich Gewohnheitssache. Sicher, das Essen, das schmeckt manchmal alleine nicht so, das kann sein. Aber mein Gott, das bisschen, was ich esse, kann ich auch trinken. Nee, das Glück, das kann man nicht dabei zitieren. Was nicht geht, das geht nicht. Und im Moment geht sowieso um nichts. Unser Jahrtausend läuft aus, hoffentlich schnell. Und keiner weiß, ob was Besseres nachkommt. Zeitliches Niemandsland, das real existierende Nichts. Konfetti, wo man hinschaut, nur Konfetti, wer soll das zusammenkleben? Die Sonja hat recht, ich habe angeblich auch recht. Gut, dann haben wir beide recht. Aber wenn beide recht haben, dann kann nichts Richtiges herauskommen. Die Sonja hat keine Schuld, ich habe angeblich auch keine Schuld. Endstand 0:0. Der Rest ist eine moralische Stilfrage und da tun sich die Frauen leichter. Notfalls ist der Mann der Feind. Aber der Mann hat nur sich selbst. Der Kampf gegen das eigene Ich, der kann tödlich sein. Zumindest weist er die größte Fehlerquote auf. Aber ich habe das Problem hinter mir. Ich stehe zu mir, ich nehme mich so, wie ich bin und es geht einigermaßen ganz gut, muss ich sagen. Tausende von Männern sind darauf reingefallen, haben den Schwanz eingeklemmt und wurden gerade aus diesem Grund für Frauen unattraktiv. Tausende verändern im blühenden Alter von 30 Jahren als Hausmänner am heimischen Herd. Mit Fett in den Haaren und rauen Händen. Und so mancher fand sein kühles Grab im ewigen Eis der Tiefkühltruhe. Als bei der monatlichen Innenreinigung der Deckel ins Schloss fiel.
Nein, sondern hör mal zu, du unterstellst mir nur Sachen, das ist doch nicht wahr. Ich habe grundsätzlich, lass mich doch auch mal was sagen. Gut, dann sage ich nichts, dann red du weiter. Es ist nicht wahr, grundsätzlich, hör doch mal zu, mir geht es ums Grundsätzliche. Grundsätzlich, Sonja, habe ich nichts gegen Doppelnamen. Das musst du mir wirklich einmal glauben. Nein, du kannst dich drei, vierfach nennen, ist mir völlig egal. Mein Gott, nochmal Namen, sie lässt eine Schall und Rauch. Sonja, pass mal auf, als wir uns kennengelernt haben, damals in Berlin. Sonja, ich wusste seinerzeit, du hast damals am meisten darüber gelacht, ich wusste seinerzeit 14 Tage lang nicht, dass du mit Nachnamen Söldgenrath heißt. Fanden wir damals wahnsinnig witzig. Ich habe damals zum ersten Mal deinen Nachnamen Söldgenrath gelesen auf dem Programmzettel, als du deinen Vortrag gehalten hast im Rechtsladen in der Oranienstraße über deine Langzeitbeobachtung der Praxis der Haftbedingungen der weiblichen Haftgefangenen. Damals habe ich überhaupt zum ersten Mal erfahren, dass du Söldgenrath heißt. Du konntest damals vor lauter Lachen die Tittenfischringe bei Mario gar nicht in aller Ruhe aufessen, ja? Ja, das waren andere Zeiten, das weiß ich natürlich. Die haben sich geändert, das musste doch nicht mir sein, das weiß ich besser als du. Sonja, ich sehe es auch beruflich ein. Als Redakteurin mit Doppelname sieht besser aus. Natürlich, selbstverständlich, ist nicht mein Problem, Sonja. Nein, mein Problem ist nur, wie gehen wir beide intern mit dem Phänomen Doppelnamen um? In den eigenen vier Wänden, das muss sonst kein Mensch erfahren. Das kann ich dir sofort sagen, pass mal auf, Sonja. Wenn ich früh um 7 Uhr runtergehe in die Bäckerei und hole für uns zwei Bio-Kernbrötchen und du liegst noch im Bett. Was? Du kannst ruhig liegen bleiben, das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Oder brich mir doch nicht immer nach was anderes hinaus. Also mal auf jetzt. Nein, ich gehe gerne runter, aber pass mal auf, Sonja, wenn du zwei Bio-Kernbrötchen bestellt hast, auf den Namen Söldgenrath Kamphausen. Sonja. Söldgenrath Kamphausen. Die Brötchentüte ist genau so breit, das ist doch Wahnsinn. Nein. Das möchte ich, Sonja, pass mal auf. Nein, ich möchte. Sonja, ich möchte zum Frühstück, möchte ich mein Brötchen. Ich hole um 7 Uhr kein Baguette, das bleibt jedes Mal liegen. Nur mit der Mann. Nein, hol ich nicht, egal. Ich bin hoch runter. Ja, das finde ich am allerlächerlichsten, dass du dich dann am Nachmittag bei der Bäckerin darüber beschweren musst, dass sie vormittags nicht den kompletten Namen Söldgenrath Kamphausen auf die Brötchentüte draufgeschrieben hat. Hat doch mit Frauenfeindlichkeit nichts zu tun, die Bäckerin ist doch auch eine Frau. Nur verstehst du, ich früh um 7 Uhr, ich mache kaum die Tür von der Bäckerei auf, da lachen sich die beiden Frauen den Ast ab. Jetzt kommt der Trottel wieder mit seinen beiden Bio-Kernbrötchen aufs Söldgenrath Kamphausen. Da sind auch total blamiert, so eine Bombe im Gesicht drin. Das darf für mich gelaufen. Nein, ich hole sie nicht, ist mir egal, geh du runter. Das ist doch nicht wahr, pass mal auf, Sonja. Ich habe keinen Beruf. Ja, das wüsste ich aber. Ich habe keinen Beruf, ja, ja. Ich kann mir die Zeit besser einteilen. Ja, der fällt ihm bei mir nicht so auf. Ja, das ist ein Unterschied zu dir, ja. Pass mal auf, das stimmt doch nicht. Ich rufe doch wirklich gerne jeden Mittag beim Sender in der Redaktion und frage nach, ob noch was zu erledigen ist. Nur pass mal auf, Sonja. Du kannst mir nicht zumuten, dass ich jeden Mittag immer dasselbe Telefongespräch mit einer Sekretärin führen muss. Kann ich bitte mal meine Frau sprechen? Wen möchten Sie bitte sprechen? Ich hätte gerne mal meine Frau gesprochen. Wer ist denn Ihre Frau? Mein Name ist Kamphausen. Ach, der Herr Kamphausen ist am Telefon. Ja, Herr Kamphausen, sagen Sie doch gleich, dass Sie dran sind. Dann schaue ich sofort mal nach, ob die Frau Söldgenrath Kamphausen anwesend ist. Haben Sie ein Momentchen Zeit, Herr Kamphausen? Ja, das habe ich. Herr Kamphausen, sind Sie doch dran? Ja, sicher, was soll ich denn sonst machen? Herr Kamphausen, das tut mir leid, die Frau Söldgenrath Kamphausen ist leider gerade in einer Vorbesprechung mit der Frau Seebacher Brandt, der Frau Witschereck Zoll, der Frau Dolberg Melin, der Frau Linda Fricke, der Frau Sanders Bach. Kann ich was ausrichten, Herr Kamphausen? Nein, Sie können nichts ausrichten! Sonja, ab jetzt ist an dieser Stelle das Telefongespräch für mich beendet. Ist mir egal, ich rufe nicht mehr an, ruft du an. Das habe ich einmal gesagt, ja, das stimmt. Nehme ich zurück, ja, ich kann mich entschuldigen, pauschal für alles, von mir aus mache ich, ja. Das ist doch, wenn ich nichts sage, habe ich kein Interesse, sage ich was, dann mische ich mich in dein Leben ein, das ist doch unlösbar. Nein, ich fahre doch nicht Auto, du fährst doch Auto, pass mal auf, Sonja, wenn du damit Schwierigkeiten hast, nein. Ich reg mich nicht auf, da musst du dir mal überlegen, Sonja, ob es wirklich nötig ist, dass du jeden Morgen mit dem Mercedes zum Sender fährst, wo du doch den ganzen Tag nur bei Vorbesprechungen sitzt und das Auto steht so lange in der Tiefgarage. Pass mal auf, guter Freund, und wenn ich plötzlich mal weg muss? Sonja, wenn du plötzlich mal weg musst, U-Bahn hält vor der Tür. Hauptbahnhof, zwei Taxischlangen, eine für Raucher, eine für Nichtraucher. Das müsstest du ganz genauso machen wie du. Nein, guter Freund, was du machst, ist mir völlig egal. Ich jedenfalls fahre weiterhin mit dem Mercedes zum Sender, denn wenn ich 8 Wochen in der Tiefgarage den Parkplatz nicht benutze, dann verliere ich das nächste Jahr die Parkberechtigung. Ach, die Parkberechtigung. Ah, Frau Redakteurin Söldgenrath Kamphausen, das habe ich vergessen, die Parkberechtigung. Ganz entscheidende Sache, natürlich. Parkplatz 136, fälschungssicherer Ausweis auf Frau Redakteurin Söldgenrath Kamphausen. Ja, wunderbare Sache. Sire, geben Sie Parkberechtigung. Haben Sie keine Parkberechtigung? Age, ich schon. Die Parkberechtigung, das ist das halbe Leben, na sicher. Unterscheidet den Menschen vom Tier.
Das Auto steht ganz ruhig geparkt auf Parkplatz 136 und drinnen in der Redaktion, da rauchen die Köpfe der Redakteurinnen Lindner, Fricke und Sönkenrad Kamphausen. Da wird diskutiert über die neue revolutionäre Sendereihe Sexuelle Spätfolgen von schwer erziehbaren Mädchen in Kleinstädten nicht unter 30.000 Einwohnern. Ganz entscheidende Sache. Pass mal auf, guter Freund, ich meine, wenn du so gegen meine Arbeit und gegen meine Bekannten bist, dann frage ich mich, was du überhaupt noch hier suchst. Gar nichts! Dann zieh doch aus, am besten sofort. Ja, zieh ich aus, am besten sofort. Bin ich schon verschwunden. Sonja, sowas Kindisches, mein Gott, nochmal. Du musst doch mal was vergessen können, du redest auch mal mit meinem Quatsch daher. Wo steckt ihr denn? Stehe ich überhaupt nicht. Jetzt los. Ich habe mir heute Morgen erst noch die Haare gewaschen, da war noch gar nichts in der Richtung. Dich ja nicht verrückt machen. Der Mensch verliert sowieso Haare, warum nicht auf einmal? Dann wachsen sie vielleicht sogar wieder besser nach. Immer ruhig bleiben, nicht die Nerven verlieren. Wenn sie das merken, dann machen sie dich ganz fertig. Dann geht's mal so mit dem Günther, den wollen sie jetzt fertig machen. Obwohl er jahrelang für die Partei den Arsch hingehalten hat. Häufchen Elend, wie er so gestern ganz alleine an der Getränketheke rumhing und keinem Menschen ein Wort mal gesprochen. Die ganze Zeit nur schrie er nach dem Willi, 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 Willi. Mensch, Günther, hör doch mal auf mit den Kindern rein. Der Willi ist doch gar nicht mehr da. Der kann dich doch gar nicht hören. Doch, 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 doch. Der Willi, der hört mich, egal wo er ist. Zumindest der versteht mich. Der Willi, der hat mich mit der Parteiflasche großgezogen. Der lässt es nicht zu, dass ich jetzt an der Macht vorbeisause wie der Halleische Komet. Vor 5 Jahren, da war ich noch der einzige Stern unter lauter schwarzen Leuchtern. Wenn Sie damals jemanden gebraucht haben, der eine Rede hält, ob im Parlament oder vor der südwestfälischen Kleineisenindustrie, dann haben sie alle nach Günther geschrien. Und ich habe den Affen gemacht auf seinem Schleifstein. Und alle haben die Ohren gespitzt wie die Zirkuspferde. Mensch, Genosse, was ist denn los mit euch? Wieso wollt ihr mich denn nicht mehr haben, Mensch? Ich bin doch bei voller Kraft. Macht doch die Tür wieder auf. Politik ist eine Sucht, ich bin doch überhaupt nicht mehr resozialisierbar, Mensch, das wisst du doch ganz genauso wie ich. Immer eine Zigarette, jetzt rauchen wir noch eine, oder? Ist schon alles scheißegal, ja. Hol dir mal noch eine Pulle aus dem Keller, wird sie noch einer reingedröselt hier. Günther, es wird sich überhaupt keine reingedröselt. Pass mal auf, es wird auch nicht geraucht, Günther. Lass uns erst mal die Rede schreiben. Pass mal auf, Günther. Du darfst dir jetzt nicht anmerken lassen, dass du angeschlagen bist. Die machen dich sonst total fertig. Ja, 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 ja. Cool, mit deinen Ratschlägen, Bursche, du. Du hast leicht reden, du. Was hatte ich denn vom Leben? Gar nichts. Schon als kleines Kind, da haben sie mich am verkaufsoffenen Samstag mit dem Kinderwagen in die Fußgängerzone reingestellt. Neben den Tapeziertisch mit den SPD-Broschüren drauf. Ich musste damals schon aus dem Kinderwagen heraus die SPD-Fähnchen halten. Und von meinen Altersgenossen, die im Buggy vorbeigeschoben wurden, da wurde ich hemmungslos ausgelacht. Weil die hatten damals die schönen Salamander-Fähnchen mit dem Lurchi drauf. Ich habe an meinem ersten Geburtstag habe ich immer nur Silberlöffel bekommen mit dem Wappen aus den SPD-regierten Städten hinten drauf. Und wenn meine Geschwister nicht mit mir einer Meinung waren, dass ein Meerschweinchen besser sei als ein Wellensittich, dann galt das als Beweis dafür, dass ich nicht richtig über das Haustierproblem nachgedacht hatte. Recht hat nur der, der eine Mehrheit hat. Das war die Botschaft, die schon an meinem Schnuller klebte. Ich bin nicht wie der Holger vom Gerüst in den Plenarsaal reingestiegen. Ich habe mir meine Überzeugung noch erkämpfen müssen.
Ich habe mit keiner Freundin in der Diskotheke Coca-Cola getrunken. In der Zeit aber Günther im Hans-Böckler-Haus aber eisern und hat Lampions aufgehängt für den bayerischen Jugendabend der Gewerkschaftsjugend. Mir wurde schon in meiner Jugendzeit der Rücken im Parallelogramm der Partei gebrochen. Mensch, Genossen, da könnt ihr doch keine knorrige Eiche von mir erwarten. Leute wie den Onkel Herbert, die gibt's doch gar nicht mehr. Die sind ausgestorben. Heute, Genossen, da muss man wendig sein. Und wenn ich eins bin, Mensch, da bin ich doch wendig. Ich war schon vor euch gegen Arbeitslosigkeit. Ich war schon vor euch gegen Raketen. Ich bin auch für den Ausstieg. Bitte, wenn ihr einer machen, ist mir doch scheißegal, Mensch. Da mache ich mit, mal was Neues zwischendurch. Genossen, ich bin doch Europäer. Ihr kennt mich doch, oder? An mir ist ja alles europäisch, Mensch. Macht doch die Tür wieder auf. Ich will wieder mit euch spielen. Von mir aus, ich setze mich auch wieder 5 Jahre in die Grundsatzkommission bei gekürzten Bezügen. Mir ist alles scheißegal, Mensch. Aber Genossen, ich will wieder bei euch sein. Ich habe doch nichts gelernt, wie ihr alle, ihr Dreckschweine, ihr verdammten Schweine. Ja, ja. Aber alle. Hör doch mal eine Zigarette ins Raum oder ein Mensch. Hör mal eine Flasche Whisky oder ein 6er-Pack aus dem Keller. Macht mal die Pulle auf, ihr Mensch. Zauber uns ein in die Binde hier. Hör mal zum Rauchen jetzt, Mensch. Günther, es wird jetzt gar nicht geraucht. Pass auf, lass uns erstmal eine Rede schreiben, Günther. Du musst nach vorne durchstarten. Ja, 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 Mensch. Wohin soll ich denn sonst durchstarten, du Schlaumeier, du? Mach doch mal die Pulle auf hier jetzt. Keine Angst. Ich komme schon wieder, ich hab Zeit. Kein Problem. Hör mal nochmal Zigarette, Mensch. Ich bin geistig gesehen kein Leuchtturm, das weiß ich selber. Aber ich bin auch kein Nesthäkchen mehr. Und ich kenne die Leichen im Keller und die Skelette im Schrank von einigen von den Genossen. Und die wissen das, dass ich das weiß. Das ist mein Kapital. Wenn Günther geht, gehen einige mit. Und ich sagte dir Folgendes, noch ehe noch einmal ein Wahllokal geschlossen haben wird, hat Johannes der Pilzsäufer die Arbeiter zum 3. Mal verraten und wird mit Norbert im ewigen Hochofenfeuer schmoren. Und ob ich wanderte im finstersten Tal, ich fürchte mich nicht. Das war mein Konfirmationsspruch, verstehst du? Ja, Feuer, Zauber, oder? Oh, noch eine Flasche auf hier, Mensch! Und eins ist schon mal klar, Genossen. Ab jetzt wird gestorben, Opfer müssen gebracht werden. Und noch eins ist klar. Vor den Enkeln sterben erst mal die Urenkel. Ah, Feuer. Brauchen wir eine, oder? Warte mal die Pulle auf jetzt. Günther, es wird jetzt überhaupt nichts geraucht. Pass auf, Günther, lass uns jetzt mal die Rede schreiben. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist doch nicht die erste Rede, die du hältst. Arbeitslosigkeit. Das war immer dein Thema. Doch, da bleibst du dran. Doch, da fällt uns schon mal ein neuer Satz ein. Das Thema ist noch warm. Warte doch erst mal ab. Lass uns erst mal ransetzen. Was? Bei dem Thema Arbeitslosigkeit, da hört dir kein Mensch mehr zu. Pass mal auf, Günther. Folgende Methode. Wir sammeln erst mal ein paar Themen. Die schlechten streichen wir weg. Das Beste bleibt übrig. Ja, bleib ruhig. Ich hab's doch schon gestrichen. Hier, denk an dein Herz. Was ist denn los? Hier, mein Gott. Sehr nervös, furchtbar. Aber das ist der Dank dafür. Jedes Jahr hat er für die Partei viel Straßenfeste organisiert mit Wurstschnappen und türkischer Folklore. Wenn eine Omi 75 Jahre alt geworden ist, wer war da mit dem rot-weißen Heldenstrauß? Günther, ihr Mann in Bonn. Günther, hör auf zu heulen, das kann ich nicht haben, du bist ein erwachsener Mensch. Pass mal auf, Günther, du hast doch immer gewusst, die Abgeordnetenbank ist ein Schleudersitz. Ich habe dich immer gewarnt, auf mich hast du nicht gehört, Günther. Ich habe immer zu dir gesagt, Günther, du musst öfter mal die Partei wechseln. Ja, sicher. Jetzt ist es zu spät. Ich habe damals, als der Bastian von den Grünen raus ist, das wäre deine letzte Chance gewesen. Ich habe immer gesagt, pass mal auf, Günther, der Bastian ist ungefähr in deinem Alter. In diese Lücke hättest du seinerzeit noch reinstoßen können. Es hätte damals noch eine Schlagzeile gegeben. Aufstrebende SPD-Bonze läuft 5:12 an die richtige Front über. Ja, sicher. Jetzt ist es zu spät, pass mal auf. Aber du wärst damals Minister geworden für den Fischer. Das weiß ich, der ist es auch längst nicht mehr. Spielt doch keine Rolle. Aber der hat die Teilrente, du hast den Herzinfarkt, du Depp. Das ist doch Unterschied, verstehst du? Ja, sicher. Pass mal auf, der Fischer.
Guten Tag. Günther, der Fischer hätte seinerzeit gegen dich von der Biografie her überhaupt keine Chance gehabt. Hat doch nichts vorzuweisen gehabt. Was hat er denn gemacht? Er hatte gerade mal 3 Seiten Marcuse gelesen, 2 Häuser besetzt, ein bisschen Taxi gefahren, keine Filmrolle. Schon war der Kerl Minister. Und? Wie sieht's heute aus, obwohl er kein Minister mehr ist? Die Frauen, die himmeln ihn heute immer noch an, obwohl er aussieht wie der Konditionstester von Schering. Ja, so ist das. Und alle emanzipierten Frauen hauen sich den Schädel ein um diesen grünen Otto, diesen Zweiteiler aus C und A und Rudolf Steiner. Günther, Macht ist erotisch, egal welche, danach fragt kein Mensch. Frauen hassen den Krieg, aber sie lieben die Sieger. Deshalb geht's allgemein so langsam vorwärts. Und wenn du als Mann mit 40 nicht ganz oben auf dem Siegerpodest stehst, dann kommt der Herzinfarkt. Oder der Fuhrparkleiter der städtischen Müllerfuhr auf dich zu. Habe ich doch gar nichts gesagt, für beides bist du natürlich noch zu jung. Günther, jetzt reg dich bitte nicht auf, bleib ruhig, pass mal auf, bevor mir eine Rede schreibt, Günther. Wir brauchen erstmal einen einfachen Slogan. Wenn dieser Slogan fällt, dann muss jeder Mensch wissen, das ist Günthers politische Aussage für die nächsten 16 oder was weiß ich, 24 Jahre. Ja, sicher. Irgendwas Einfaches, das kann gar nicht primitiv genug sein. Große Politik wollen sie heute alle machen. Da hört keiner Sache mehr zu. Renten, das interessiert nur die Rentner. Mutterschaftsgeld nur die Mütter. Ausländerpolitik nur die Ausländer. Nur die Dummheit, Günther, die ist mehrheitsfähig. Das weißt du doch besser als ich, Mensch. Du bist doch länger nicht beschäftigt. Weißt du, wie der Helmut Schmidt regelmäßig die Wahl gewonnen hat? Weil er ein Reihenhaus hatte. Ja, sicher. Weil er Eintöpfe gegessen hat. Das wusste jeder, weil es eben mit Politik überhaupt nichts zu tun hat. Irgendwas Einfaches kann nicht so schwer sein. Alle reden, ich pack es an. Das ist nicht schlecht für den Anfang. Doch, das wird jetzt mal aufgeschrieben. Günther, jetzt halt dich mal raus. Denk doch lieber mal mit. Du machst immer alles gleich madig hier. Naja, das weiß ich, das muss noch besser werden. Alle reden von der Verpackung, ich nicht. Das ist vielleicht besser, ist inhaltlicher. Ja, sicher. Ja, muss ich nur mal rantasten. Seid doch mal ruhig jetzt. Nein, es wird jetzt nicht geraucht. Alle reden, seid doch mal ruhig. Alle, na Moment, jeder bekommt seine Packung, ich rede davon. Das ist das Beste. Na sicher, pass auf, Günther, da steht ganz klar im Raum, trifft auf alle Deppen zu, kann sich jeder merken. Jawohl, man darf die alten Inhalte nicht durch immer neue Verpackungen verbessern oder aus dem Auge verlieren. Günther, das wäre bereits ein wunderbarer Anfangssatz für deine Rede. Da weiß kein Mensch, was du sagen willst, da hören sie noch alle zu. Pass mal auf, ja sicher, und da muss da mal ein bisschen was Nationales noch reingepumpt werden. Intellektuell kannst du überhaupt nichts ernten. Nein, denk doch mal nach. Ja, was für die breite Masse. Ja, ja, ist egal, ob für die Deppen oder nicht. Egal, da muss was rein, was Nationales, was jeden überzeugt, was Überparteiliches. Denk doch mal nach, lieber Mensch. Du kannst intellektuell überhaupt nichts ernten. Sei mal ruhig, Günther, das ist auch nicht schlecht. Jahreszahl macht sich immer gut. Günther, das baust du ein. Seid bereits im Jahre hervorragend, Günther. 1516, das liegt so weit zurück, da weißt du kein Mensch, was damals los war. Ja, sicher. Pass mal auf, Günther. Außerdem, das klingt nach Geschichte der Arbeiterbewegung. Günther, das wäre überhaupt nicht schlecht, das Thema. Günther, bei dem Thema, da kämen wir uns mit dem Unternehmertum nicht in die Quere. Das ist für deine Partei eine ganz entscheidende Sache. Arbeitsplätze wären gesichert, Export würde steigen. So. Ein neues nationales Wir-Gefühl, das meine ich, mit der breiten Mehrheit würde entstehen. Was? Abgrenzung zu den Grünen. Lass uns das mal inhaltlich machen, das machen wir zum Schluss. Abgrenzung zu den Grünen. So lachhaft, Abgrenzung. Die Grünen haben doch zu diesem Themenkomplex noch überhaupt nichts gesagt. Die sind auf dem Edelzwicker. Pass mal auf. Runter. Die FDP, die trinkt Champagner. So, und der CDU-CSU könntest du 3 Prozentpunkte abluchsen, indem du klar machst, dass diese Partei ein seit Jahren klassisches SPD-Thema besetzt hält. Pass mal auf, Günther. Das Thema, das ist astrein. So, jetzt kommt der dramaturgische Aufbau. Günther, pass mal auf, du darfst auf keinen Fall als erster sprechen. 2., 3. Platz, das wäre hervorragend. Da könnt ihr allen schon mal quassen über Ausländerpolitik, was weiß ich, Umweltschutz, Frauen, Atom. Das turnt allgemein im Saal von der Stimmung her schon mal ordentlich ab. So, pass auf. Das Beste wäre, 3. Platz. Vor dir dein Konkurrent Öllerwein. Dann kann der sich schon mal blamieren. Günther, du sahnst hinterher ab. Allerdings, Günther, du darfst keine Zigarette rauchen. Nein, egal. Mach, was du willst, Günther. Geh aufs Klo, kotz, nimm Tabletten, egal, mach, was du willst. Keine Zigarette. Nein, sonst klappt's nicht. Da werden die Genossen sagen, oh, der Günther, früher 120 Stück am Tag geraucht, jetzt keine mehr. Der reißt sich wieder zusammen, den können wir wählen, der ist wieder voll im Griff. Pass mal auf, Günther, das wäre überhaupt das Beste. Du machst den alten Trick, pass mal auf, Günther. Gut, bevor einer deiner Konkurrenten spricht, da zeigst du kurz auf und sagst, Genossen, Genossen, dürfte ich zwischendurch vielleicht kurz mal eine Ansage machen? Vielleicht kann man das Rauchen mal etwas einschränken. Günther,
schon mal 40% auf deiner Seite. So, pass auf. Müller, pass auf, jetzt kommt der Redner und quasselt irgendwas über, was weiß ich, gelenkte Marktwirtschaft von Godesberg bis heute. Der ganze Saal pennt schon mal vor sich hin. So, pass auf. Bevor jetzt dein Konkurrent Öllerwein kommt, da machst du den Blick nochmal, da zeigst du dir kurz auf und sagst, Genossen, bevor jetzt der Kollege Öllerwein, warum er und worüber er spricht, ist mir sowieso schleierhaft, schon mal angeschossen, der Bursche, verstehst du? Ich möchte nochmal den Vorschlag machen, weil sich die Raucher, vielleicht kann man die Fenster mal etwas kippen, das ist besser. Günther, weitere 30% auf deiner Seite, pass auf, jetzt kommt der Öllerwein und quasselt was über sein Lieblingsthema Steuerreform für Gehaltsklassen unter 36.000 Mark. Der ganze Saal schnarcht vor sich hin. So, pass auf, Günther. Und bevor du jetzt kommst, doch, da machst du einen Trick nochmal. Pass mal auf, Günther, das musst du durchhalten. Da sagst du, Genossen, bevor ich jetzt dann zu meiner programmatischen Grundsatzrede komme, möchte ich den Vorschlag machen, weil sich die Raucher so diszipliniert verhalten haben. Wir machen jetzt eine Pause für alle von 20 Minuten. Günther, weitere 20% auf deiner Seite. Pass mal auf. Günther, 90% sind deiner Meinung, du hast noch kein Wort zur Sache gesagt. So, pass auf. So, die gehen raus, hauen sich eine Zigarette hinter die Binde, schnasseln ein Bierchen, halben Hahn dazu. Günther, du hast Zeit, gehst du noch mal ganz kurz deine Rede durch, kannst du noch mal ein bisschen konzentrieren, dann wartest du, bis die alle bequem Platz genommen haben und dann fängst du freundlich, nicht wie sonst überheblich, fängst du an. Liebe Genossinnen und Genossen, ich hoffe, ihr habt euch alle erholt. Und bevor ich jetzt hier zu meiner programmatischen Grundsatzrede komme, ich glaube, ich muss auf die Worte meiner Vorredner nicht noch einmal eingehen. Nein, nein, auf keinen Fall! Günther, weitere 5% auf deiner Seite, wo alle nach Hause gehen. Auch der Vorwurf, der mir gemacht wird, ich wäre angeblich betrunken. Ich verneine gar nicht, ich bin nicht betrunken. Ich bin vielleicht etwas an- oder aufgeheitert, aber ich ernsthafter Genosse könnte bestreiten, dass ein heiterer oder in dem Fall ja nur aufgeheiterter Genosse nicht auch ernsthafte Themen zu debattieren imstande sei. Im Gegenteil, pass auf, sehr gut, im Gegenteil, wie viele Redner vor mir waren angeblich nüchtern, jeder weiß, du meinst den Öllerwein mit seiner zweiten Entziehungskur, und haben schon wieder angeschossen und haben einen furchtbaren Papp zusammengepappt oder vielleicht in dem Fall besser gesagt gepappelt. Zu meinem heutigen Thema, über das Reinheitsgebot des deutschen Bieres, liebe Genossinnen und Genossen. Da lasst mich zunächst einmal die Feststellung konstatieren, dass es sich hierbei natürlich um ein rein im Fließen begriffliches Thema handelt. Das allerdings bereits im Jahre, pass auf, 1516, deshalb auch die Jahreszahl, im Jahre 1516 zum ersten Mal in die Kehle des deutschen Arbeitnehmers eingeflößt wurde. Für die, die mitrechnen wollen, beziehungsweise können, ich nehme an, das zweite trifft auf den Kollegen Öllerwein zu, schon wieder angeschlagen, der Bursche. Genau 9 Jahre vor Beginn des deutschen Bauernaufstandes, der Quelle der deutschen Sozialdemokratie, und genau 440 Jahre vor dem ersten Godesberger Umtrunk. Wer trinkt denn heute das meiste Bier? Genau, sehr richtig. Und warum? Öllerwein, hör zu. Und warum? Jawohl, hier war es, weil er keine Arbeit mehr hat. Und warum hat er keine Arbeit mehr? Sehr richtig, weil das europäische Ausland die deutsche Wertarbeit langsam aber sicher abgeschafft hat. Jeder wollte doch immer mehr Budweiser, immer mehr Guinness, immer mehr Tuborg. Und heute ist es fast zu spät für das reine deutsche Bier. Und deshalb muss die Parole im nächsten Wahlkampf lauten: Deutsche Sozialdemokraten trinken reines deutsches Bier und deutsche Sozialdemokraten stellen reines deutsches Bier her. Pass auf! Aber sie unterlassen im nächsten Jahr das Streiken. Jetzt wissen Sie, der Öllerwein, immer als alter Gewerkschaftler in der ersten Streikfront, muss sich profilieren, macht einen Zwischenruf, war sein größter Fehler, gehst du sofort auf ihn ein, jetzt ist er gleich fällig. Nein, pass mal auf, Kollege Öllerwein, du Schlaumeier! Wenn du dich schon hier ungefragt dazwischen schmuggeln musst, dann kannst du mir vielleicht mal sagen, wie soll der deutsche Arbeitnehmer deine 35 Stunden verkraften, wenn er nicht davon ausgehen kann, dass pünktlich abends um 18 Uhr die reine deutsche Mutti das reine deutsche Bier auf den reinen deutschen Tisch stellt. Genossinnen und Genossen, pass auf, es ist ja gar nicht fällig. Ich glaube, gerade der Kollege Öllerwein, der weiß, wovon ich spreche. Immerhin hat ihm das Budweiser, das Tuborg und das Guinness bereits die zweite Entziehungskur beigebracht. Jetzt müsst ihr sehen, der kriegt so eine Bombe im Saal. Jetzt kommt der Todesstoß und ab mit ihm auf den Müllberg der Geschichte. Nein, pass mal auf. Kollege Öllerwein, nein, das war nicht unter die Gürtellinie. Nein, pass mal auf, das war nicht unter die Gürtellinie gezielt, du Schlaumeier. Dann geh doch rüber. Geh doch rüber zu den Grünen, mit denen sympathisierst du eh schon die ganze Zeit, da kannst du mit denen über die Verpackung quasseln und nicht mehr über die Inhalte. Halt's Maul! Nein, im Übrigen, Genossinnen und Genossen, die Forderung nach immer mehr Pfandflaschen ist dran schuld, dass die alten Flaschen der CDU, CSU immer noch auf der Regierungsbank sitzen, obwohl sie längst leergesoffen sind und auf die Sondermülldeponie gehören. Und deshalb muss die Parole, jetzt kommt sie langsam zum Schluss, lautern: Nieder mit dem Import! Es lebe das Export. Nieder, nieder,
Nieder mit dem Blutmai, es lebe der 1. Mai, nieder mit dem 1. Mai, es lebe der Maibock, nieder mit dem Maibock. Es lebe der Weinbrand, nieder mit dem Weinbrand, es lebe der Genosse Willy Brandt, nieder mit der Wählerschaft der Christlich-Sozialen Union, es lebe die Belegschaft der Dortmunder Union. Günther! Günther, hast du gehört? Günther? Alles klar. Hallo, hallo, der Zigarre, hallo, Günther, Günther, setz dich hin, bleib ruhig, Günther. Keine Angst, Günther, das wird schon wieder. Wir kriegen die SPD über die 5%-Hürde. Da habe ich ihr mein Rauchertaxi bestellt, habe seiner Mutter Bescheid gesagt, der Günther wird gleich angeliefert. Dann war der auch draußen gestern als Letzter. Ja, ich bin's. Walter! Walter, wieso rufst du nicht früher an? Wie, was ich will? Du kannst dir doch vorstellen, hör mal zu, ihr haut gestern einfach... Ja, du warst plötzlich mit der Sonja verschwunden. Ja, ihr müsst nicht mal Wiedersehen sagen. Was ich will wissen, ob die Sonja mich gestern noch erwähnt hat, du Pflaume. Was? Nein, keine Einzelheiten jetzt. Ja, wie soll ich das sagen? Stell dich ja nicht so an, ob sie mich von früher noch in einem Gesamtzusammenhang sieht oder mir stimmungsatmosphärisch mäßig, meine ich das jetzt. Was? Nein, keine Einzelheiten, das kann ich am Telefon nicht besprechen. Immer. Dann komme ich zu dir in die Wohnung rüber. Wie, wo bist du denn jetzt? Italiener, an der Ecke bei dir, der. Gut, von mir aus kein Problem, 10 Minuten bin ich da, alles klar. Was ist denn? Wie, die Sonja ist auch bei dir. Was heißt es bei dir? Beim Italiener? Ja, genau sowas will ich wissen, du Pflaume. Ja, sicher. Du kannst sagen, ich bin in 10 Minuten da. Nein, sag nichts, mach Überraschung. Ja, das ist witziger, das hat sie lieber sowas. Ja, ich komme einfach rein, ja, sicher. Ich kenne sie doch besser als du Pflaume, hör doch auf. Was? Die Sonja will sich scheiden lassen? Moment, wann hat sie das gesagt? Gestern? Heute auch? Ja, das ist gut. Nein, wenn sie es öfter sagt, dann ist meistens nichts dran. Ja, ich kenne sie doch heute auch, Mensch. Nein, pass mal auf, das mich interessiert dein Beruf nicht, Walter. Ich habe das Brand für dich gemacht. Du bist 42 Jahre alt, du musst dich immer selber um dich kümmern. Das ist mir egal, du hast gestern... Und wenn es so wäre, pass mal auf, das ist mir wurscht. Wenn die Sonja will, dass du die Scheidung für sie gegen mich machst, dann machst du hast doch den Sittenfall von gestern. Ach, leck mich doch am Ärmel, Mensch! Ich reg mich überhaupt nicht auf, ich sag's nur mal. Ich reg mich seit Jahren über nichts auf. Pass mal auf, Walter, lass uns mal in aller Ruhe mal. Nein, morgen irgendwie, wie? Ja, übermorgen, ich bin ja eh die ganze Zeit da. Was? Walter, lass uns mal morgen. Walter!